Was habe ich mir eigentlich bei der Idee schon wieder gedacht? Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gelesen habt, gibt es heute ein wirklich sehr interessantes Experiment. Und zwar kennt ihr doch wahrscheinlich schon diese Formate, ja, das und das bestimmt mein Draft oder wir können nur die und die Spieler benutzen. Und ich muss da natürlich mal wieder fett einen draufsetzen, ne? Und zwar werde ich jetzt einfach random Frauen gleich auf Tinder anschreiben und die einfach mein Draft bestimmen lassen. Ich denke mal auch, das könnte ziemlich lustig werden. Und die Leute, die vielleicht schon ein bisschen auf Tinder unterwegs waren, mal wissen auch, was da für komische Sachen teilweise passieren. Und ihr müsst auch mal überlegen, dem Format sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Sprich, wir können da einfach alles mal ausprobieren. Wir können da irgendwie ganz verrückte Bilder oder sowas benutzen. Vamos a la playa, a mi me- oder uns als irgendjemand komplett anderes ausgeben. Meine Mama machte damals nur ein Ball first, yeah. Oder einfach auch als Fußballer selbst. Oder wir benutzen einfach auch eine ganz andere Plattform, Fremdgegen 69 oder so. Da seid ihr dann wahrscheinlich eher so unterwegs, denke ich mal. Wie immer, wenn es euch natürlich gefällt, könnt ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo da lassen. Mich würde es wirklich mega freuen und auch mega unterstützen. Ne? Und dann würde ich auch mal sagen, springen wir direkt ins Draft rein. Here we go! So, ich würde sagen, hier starten wir das Ganze mal. Und bei der Formation werden wir jetzt gar nicht so viel rumtun, sondern ich werde einfach eine auswählen. Und zwar nehmen wir einfach die 4-2-3-1. Und dann sehen wir jetzt auch schon die Captain-Auswahl. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste dabei, aber wir können ja einfach mal fragen, was denn die Damen auf Tinder dazu sagen. Ich werde euch natürlich hier auch immer wieder meine Screenshots einblenden. Ich kann leider keine Bildschirmaufnahme machen, weil ich kein iPhone habe. Und ich muss natürlich alles zensieren, aber ich denke mal, das sollte auch klar sein. Aber wie ihr hier sehen könnt, habe ich aktuell 186 Matches. Deutlich cooler wäre es natürlich gewesen, wenn es 187 Matches gewesen wären. Aber ich bin ehrlich, so viel reichen mir einfach noch nicht. Ich brauche da noch ein paar mehr. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, ein Mann muss tun, was ein Mann eben tun muss. Perfekt, jetzt habe ich auf jeden Fall alle meine Likes verbraucht und ich würde sagen, wir schmeißen uns dann direkt mal ins Getümmel rein und schreiben einfach mal ein paar an. So, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit der Lisa Marie an, schreibt über sich, sei der Grund, dass ich die App lösche. Dann würde ich sagen, für die ersten benutzen wir einfach mal den Standardspruch schlechthin und schreiben mal, ey Keule. Zeig mal deine Titten. Nein, Spaß natürlich nicht. Wir fangen einfach mal an mit, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 5. So, okay, erste Nachricht ist abgesendet. Kann sich jetzt natürlich nur um Stunden handeln, bis sie mir antwortet. Deswegen würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter hier mit der Amelie. Naja, wobei, die sieht mir zu gut aus. Ah, perfekt, die Elisa Marie hat mir schon geantwortet. Sie sagt die Nummer 3. Kulusevski, perfekt. Ein Flügelspieler in der 4-2-3-1, ich lieb's. Aber gut, ihr Wille, mein Befehl, ich wähle ihn aus. Also haben wir unseren ersten Bankspieler. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Okay, aber scheinbar scheint die aktiv zu sein. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zu dem Stürmer und schauen dann einfach mal, was da so bei rumkommt. Und dadurch, dass wir jetzt hier ein Holländer und zwei Engländer haben, würde ich einfach mal sagen, wir fragen jetzt bei ihr einfach gleich nochmal nach, ob sie denn eher glaubt, dass Holland oder England Europameister wird. Wer glaubst du kommt weiter? Holland oder England? Hoffentlich kennt sie sich nicht so gut aus, dass sie weiß, dass die nicht gegeneinander spielen gerade. So, dadurch, dass ich jetzt natürlich noch auf die Antwort von der einen warten muss und jetzt natürlich hier in der Draft-Auswahl festhängt, richte ich die Frage einfach noch an andere Matches, die ich hier so rumfliegen habe. Da wird dann auch einmal ganz flott hier Copy und Paste benutzt natürlich. So, und zwar haben wir hier zum Beispiel die Laura, die hat als Beschreibung stehen, ich bin 6,3 Bierkästen groß. Interessant. Kann mir das eine umrechnen? Ist das ungefähr so Insigne oder ist das mehr so Delikt-Größe? So, und witzigerweise haben wir ja noch die Lina am Start. Die hat über sich geschrieben, es interessiert mich nicht, wie groß du bist. Guter Kontrast auf jeden Fall. Ich glaube, da schreibe ich mal, dass ich nur 7 cm... Nein, Spaß. Natürlich bekommt die natürlich die genau gleiche Frage hier. Oh, das Mädchen vom ersten Mal hat schon wieder geantwortet und sie hat zurückgeschrieben, ich denke Italien? Ich denke mal, damit wollte sie sagen, weil Holland liegt näher an Italien als England, maybe. Wir nehmen Malen mit. Dann würde ich sagen, machen wir mal im mittleren ZOM weiter. Ich bin mir nicht sicher, wir könnten aber mal eine Icon relativ... Ja, perfekt, Digga. Komm, ich würde sagen, wenn wir schon Podolski zur Auswahl haben, probieren wir einfach mal was Witziges aus. Denn ich werde zum Beispiel der guten Hanna jetzt einfach nur mal Lululu Punkt, Punkt, Punkt schreiben. Und wenn sie dann mit Podolski weitermacht, wissen wir sollen Podolski nehmen. Geniestreich, seid ehrlich. Alter, was die sich wohl denken müssen, wenn ich denen so eine Nachricht schreibe. In der Zwischenzeit kann ich euch einfach mal ganz kurz mein Profil zeigen. Und zwar ist das eigentlich ganz normal. Ich habe hier einfach meine Standard-Instagram-Bilder hier drin und als Beschreibung einfach nur dieses Schlafzeichen. Eventuell, weil ich meine Streams immer verschlafe. So, weil ich ja nicht weiß, ob die eine auf die Nachricht mit Lululu Lukas Podolski anspringen wird, frage ich einfach mal, weil wir hier wieder Deutsche und Franzosen am Start haben, ob denn hier eine weiß, wie denn das Spiel Frankreich-Deutschland ausging und wer denn da gewonnen hat. Weißt du zufällig, ob Frankreich oder Deutschland das Spiel letztens gewonnen
hat. Stell dir mal vor, da wollen einfach nur irgendwelche Leute ihre Liebe finden und dann ist da so ein Spast wie ich, der solche Nachrichten schreibt. Okay, sie wusste auf jeden Fall, dass Frankreich gewonnen hat, deswegen nehmen wir jetzt mal Ben Arthur mit. Und jetzt könnte aber meine Icon uns wirklich nicht wehtun, muss ich sagen, ne? Ja, oder halt auch nicht. Okay, dadurch, dass wir jetzt hier wieder Spanier und Italiener dabei haben, die bei der EM dabei sind, werde ich jetzt einfach mal eine fragen, ob sie denn einen Spieler von Italien oder von Spanien kennt, wenn es davon dann eben eine Nation einer ist. Nehmen wir den auf jeden Fall. Kennst du einen italienischen oder spanischen Fußballspieler? Mir fällt gerade so bei der Anzahl der Antworten auf, ich hätte das Video vielleicht zu einer anderen Uhrzeit aufnehmen sollen und nicht um 12 Uhr nachts. Aber gut, was willst du machen? Tagsüber ist es halt auch so heiß, Digga. Ich bin jetzt auch unnormal am Ölen gerade. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt doch gerne mal gerade in die Kommentare rein, wie heiß es denn bei euch gerade ist, während ihr dieses Video schaut. Würde mich mal interessieren. Okay, sie hat geschrieben, ja, lol, ich schaue fast jedes Spiel. Aber jetzt habe ich immer noch keinen Namen bekommen, ehrlich gesagt. Dann schreibe ich jetzt einfach mal, dann kennst du doch bestimmt auch Isco, oder? Falls sie ihn kennt, ich weiß gar nicht, ob der bei der EM dabei ist, dann nehmen wir ihn auf jeden Fall. Falls nein, dann wirst du auf jeden Fall Pellegrini, da sehe ich mich drinnen. So, ich bin gerade die ganze Zeit schon am Suchen, ob es dir irgendeiner noch dabei ist, die vielleicht selber Fußball spielt. Das fände ich gerade mega interessant irgendwie. Okay, sie hat also geschrieben, spielt bei Spanien. Dann haben wir auf jeden Fall hier unser Ergebnis. Isco ist unser Mann fürs linke ZOM. Ich meine, man hätte es vielleicht auch durch eine schnelle Google-Suche auch rausfinden können, aber wir glauben ihr das mal. So, nächster Spieler. Wir kommen ja richtig schnell voran. Hätte ich gar nicht gedacht um die Uhrzeit. Oh, und jetzt schaut es auf jeden Fall ziemlich schick aus. Und das Witzige ist, sie sind bis auf Ronaldinho alles Europameisterschaftsspieler. Die Frage ist jetzt nur, was wir da schreiben können. Okay, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich frage jetzt eine, ob sie weiß, bei welcher Nation Ronaldinho bei der Europameisterschaft spielt. Dann machen wir es einfach so, wenn sie weiß, dass er bei Brasilien spielt, dann nehmen wir ihn. Und wenn sie es nicht weiß, dann nehmen wir irgendeinen von den anderen einfach. Ich muss auch gestehen, ich schreibe gerade relativ viel mit der einen von Anfang an, weil die jetzt halt mir die ganze Zeit auch antwortet im Gegensatz zu den anderen. Die haben mich jetzt gerade gefragt, sonst noch testen? Dann mache ich jetzt ja, schon noch. Bei welcher Nation spielt Ronaldinho bei der EM? So, da bin ich jetzt aber wirklich mal gespannt. Ich meine, man könnte es ja auch schnell googeln. Oder sie ist einfach ein richtiger Fußball-Crack. Och man, Digga, ich dachte, das wird ein richtig easy Win für Ronaldinho. Aber sie hat Portugal geschrieben. Nein, Portugal, och nö. Ah, okay, sie hat noch hinterhergegangen. Ah, ja, okay, lol, dachte, du meinst Ronaldo. Ah. Ich schreibe einfach zurück, nee, haha, den anderen. Und jetzt hat sie einfach damit geantwortet mit, ja moin. Und danach hat sie nochmal geschrieben, der spielt nicht mal, danke Papa für die Info. Bin ich jetzt gerade irgendwie die Beschäftigung am Familienabendstisch oder was? Yo, Mama, Papa, habt ihr Bock mit mir ein bisschen auf Tinder rumzuschauen? Bisschen Schwiegersohn aussuchen? Okay, sie hat jetzt aber auf jeden Fall gecheckt, dass er nicht bei der EM mitspielt, deswegen würde ich sagen, das zählt, den nehmen wir mit. Erster Sechser, ich bin mal gespannt, okay, wir haben auf jeden Fall wenig aus der Europameisterschaft, aber mir fällt gerade auf, wir haben hier einen Polen dabei und ich habe vorhin in meiner Liste gesehen, wir haben hier auch eine Polin in meinen Matches drinnen und zwar die gute Natalia. Schreibt über sich Polish Student, keine Ahnung, was das heißt, irgendwie Bob, Bilder, Bienen, okay, passt schon. Dann fragen wir die doch einfach mal, ob die einen Nationalspieler von Polen kennt. Do you know, ich kann es nicht auf Englisch schreiben, an international, Footballer. Football ist doch der hier, oder nicht? Footballer from Poland, Alter. Okay, dann fragen wir die eine jetzt hier einfach mal, ob sie denn auch weiß, bei welcher Nation Ronaldinho spielt. Eventuell würde es ja für Fabinho sprechen. Ich muss es jetzt die ganze Zeit schon so ausdrücken, als wäre das hier ein normales Gespräch und ich will nicht nur einen fucking Footdraft bauen. Okay, sie hat eine Brasilien-Flagge zurückgeschickt. Das heißt, es muss ja wohl Fabinho werden. So, nächster Sechser. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Alter, das ist aber auch ehrlich ein Scheiß-Draft, wenn man mal ehrlich ist. Und ich würde sagen, wir kommen mal ein bisschen weg von den Fußballfragen und gehen mal mehr ins Detail rein und schauen hier einfach einmal ganz kurz durch, wie groß denn die ganzen Spieler sind. Der größte ist, glaube ich, 1,87, der kleinste 1,67. Und dann fragen wir sie doch einfach mal, ob Größe bei ihr wichtig ist. Wie random auch einfach die Fragen gerade kommen. So, die ganze Zeit ging es um Fußball und jetzt einfach so, ist Größe bei dir wichtig? Vor allem könnte man da auch denken, ich habe Schwanzgröße gemeint, ne? Sie schreibt schon zurück, wie meinst du? Ich meine natürlich Körpergröße.
Oh fuck, mir fällt gerade auf, sie hat sogar in ihre Beschreibung geschrieben, dass sie über 1,80 groß ist. Ja, okay, ich glaube, der Kleine wird es eher weniger bei ihr. Okay, sie hat geschrieben, größer wie ich wäre schön, aber meist nicht machbar. Also gehe ich mal davon aus, sie meint auf jeden Fall hier den kleinen Mondi. Nein, Spaß, natürlich den Riesenbrecher Vicinho. Der wird auf jeden Fall unser nächster Sechser. Bis jetzt wirklich ein sehr solides Draft. Mal schauen, was der Linksverteidiger uns denn so zu bieten hat. Okay, die Linksverteidiger sind da, aber die sind jetzt alle nicht sehr besonders. Und dadurch, dass sie gesagt hat, es ist meist nicht machbar, dass jemand größer ist als sie, also es ist eher was Seltenes, würde ich sagen, wir nehmen Günther mit, weil es die einzige Rare-Karte ist. Ganz einfach. Mann, war ich da mal wieder schlau. So, linker Innenverteidiger. Jetzt muss aber mal ein großer Brecher hier rankommen, ha? Okay, Karten sind an sich nicht schlecht. Mal gucken, ob er auch wirklich ein richtig großer dabei ist. Und ich würde sagen, dadurch, dass Piqué hier der Einzige ist, der über 1,90 groß ist, fragen wir sie einfach mal, ob denn so ab 1,90 für sie in Ordnung ist. Sollte er also schon so 1,90 groß sein? Da habe ich mir jetzt natürlich den schnellsten hier der Innenverteidiger rausgesucht. Ganz stark. Sie hat kann er geschrieben. Das heißt, Piqué ist wieder im Game. Shakira kann einpacken, Junge. So, mal schauen, ob wir nochmal so einen Brecher hier rankriegen in der IV. Okay, witzigerweise haben wir jetzt hier keinen über 1,90 dabei, aber wir haben einen, der unter 1,80 groß ist. Dann kann man jetzt natürlich nochmal die Gegenfrage stellen, ob denn unter 1,80 auch noch für sie in Frage kommen würde. Okay, ich stelle mir gerade vor, wie ich der irgendwann mal auf der Straße begegne oder sowas und die mich dann konfrontieren, mit was für einer Scheiße ich da ankomme. Und sie hat doch zurückgeschrieben, Junge. Koundé, es gibt Hoffnung für uns, Bro. Für uns beide unter 1,80. Yippie, Alter, rein ins Team mit dir. Okay, und witzigerweise hat sie jetzt noch drangehangen, ich achte mehr auf das Innere. Dann würde ich sagen, wir nehmen doch jetzt mal den Rechtsverteidiger, der die besten inneren Stats hat, oder? Okay, mir fällt gerade so auf, das hat nicht so richtig Sinn gemacht mit den inneren Werten. Deswegen würde ich sagen, wir zählen einfach alle Ingame-Stats zusammen und schauen, wer da am besten ist. Und das ist in dem Fall hier Klaus Totz. Hat die ausgewogenen Stats und somit die besten inneren Werte. Ich denke mal, so ungefähr hat sie das auch gemeint. So, last but not least bleibt natürlich noch der Keeper übrig. Da wäre jetzt natürlich einer aus der La Liga top. Haben wir sogar bekommen. Okay, dann gehen wir bei der letzten Frage für den Torwart einfach nochmal ganz zurück basic zu den Fußballfragen, ne? Und fragen sie einfach mal, ob sie denn bei Deutschland eher Ter Stegen oder Neuer im Tor sind. Bei Ter Stegen nehmen wir natürlich Ter Stegen und ich würde sagen, bei Neuer nehmen wir einfach Donnarumma als schlechtesten, so als Strafe. So, ich bin gespannt, ob sie mir diese letzte Frage auch noch richtig beantworten kann. Ter Stegen wäre jetzt natürlich nochmal ein Träumchen. Ja, perfekt, Digga. Genau zur letzten Frage schreibt sie dann nicht mehr zurück. Ich lieb's ja. Dann würde ich sagen, müssen wir uns einfach selber bestrafen und Donnarumma benutzen, ne? Auch wenn ich so gesehen nichts dafür kann, aber damit kann ich jetzt einfach nicht leben, ne? So, und dann würde ich sagen, mit der Startelf haben wir das dann auch abgeschlossen. Den Rest werden wir jetzt einfach mal autovervollständigen und schauen, was wir denn da noch so bekommen. Ja, doch, ein, zwei gute Spieler sind dabei. Jetzt haben wir sogar trotzdem unseren La Liga-Keeper bekommen. Ich schau mal, was sich denn da so rausholen lässt aus dem Team hier. Und hier seht ihr jetzt auch schon das Endresultat. Also so viel kann ich jetzt daraus nicht rausholen. Es ist eine 174. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal das endgültige Team. Also es sind nicht die heftigsten Karten, aber ein paar gute sind trotzdem dabei. Also könnte man das Ganze eigentlich schon einen vollen Erfolg nennen. Ich würde aber auch sagen, dieses Draft brauchen wir jetzt aber Mitte Juni auch nicht mehr spielen. Deswegen würde ich das Ganze hier auch schon beenden. Ich hoffe natürlich mega, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr natürlich gerne ein Like und ein Abo dalassen. Und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr noch andere Optionen habt, wie wir denn irgendwas machen können bezüglich Fragen oder bestimmte Fotos, die wir benutzen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, haut rein. Ciao.